Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Monster Train, Folge 100. Die letzte. Wir machen hier keine Standardreise heute. Wir gehen mal in den Höllensturm. Hey! Nach 100 Folgen gibt's hier mal das zu sehen. Ich hab's selber auch noch nie gespielt. Ich bin mal gespannt, was es hier zu sehen gibt. Zeitlich begrenzt, okay, das Ende naht, bla bla bla. Wir kriegen Wut, eine Sprengfalle. Durchdringen und Rüstung. Das heißt, wir haben Höllenhörner und die Relikte. Wir warten auf Spieler, okay. Puh. Das ist auch Packtrag 1 nur? Na, hoffentlich verkacken wir das nicht. Es fehlen nur noch. Wie viele Spieler sollen denn hier überhaupt sein? Vier? Das sieht ja eigentlich nicht so verkehrt aus. Anfangs können wir wegsprengen, allerdings nicht reformieren. Na gut, ich schneid's euch rein, wenn wir hier startbereit sind. So, und es haben sich auch zwei andere noch eingefunden. Ich bin ja gespannt, wie das mit dem zeitlich begrenzt ist. Oh. Oh no. Hallo, die Spannung. Und los. Heißt das, wenn der Erste im Ziel ist? Wenn der Erste im Ziel ist, ist. Ach nee, halt, Runde 1, 2, okay. Wir lassen die Wut nicht abklingen. Also 2 Minuten haben wir Zeit dafür. Der mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Schade, dass wir nicht wirklich irgendwelche Zauber jetzt gerade zur Hand hatten. Okay, du wirst sowieso sterben. Dich können wir hier unten nicht reinstellen. Komm, gib ihm Wut. Okay, Sprengfalle auf jeden Fall. Oh, stirbt, passt schon. Nice. Okay, das zählt auch noch zur Rundenzeit. Wir nehmen nochmal die Wut. Und wir nehmen nochmal Sprengfalle. Warten auf Runde 2. Das heißt, man kann also nicht durchrushen. Man kann sich also komplett die Zeit nehmen, die man haben möchte. Na gut. Dann können wir jetzt aber auch mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen uns eine A. Ja, wir nehmen uns eine Einheit von den Relikten. Wobei wir bei den Zaubern natürlich auch zumindest eine von diesen Karten günstiger machen könnten. Aber ich würde sagen, hier. Okay. Der hat den Kampf 1 auch abgeschlossen. Das heißt, alle sind fertig. Müssen wir jetzt trotzdem hier warten? Einfach damit sich die auch ihre Karten angucken können und so. Falls ja. Boah. Ach so, man kann zumindest schon mal die Seite wählen. Ich dachte mir gerade schon, wieso darf der fahren und ich nicht? Aber es ist ja auch noch interessant, dass man die Seite wählen kann, aber noch nicht hier rumklickern. Also, Jodrik. Wie wär's? Kommst du? Ja, er hat sich entschieden, aber wir müssen immer noch warten. Och. Da hätten sie ruhig einen Knopf machen können, von wegen abstimmen, sofort weitermachen oder nicht. Ja, aber na gut. Na komm, wir nehmen die Tanktante. Das wäre auch lustig, so einen Sprengheini hier größer zu machen. Nee, wir machen sie dicker. Oh, ich habe die Wut nicht gesehen. Oh, ich bin noch ein Vollidiot. Wir haben schon das Ding und oh, das wäre ein 14-Attack permanent. Oh. Einmal mit Profis. Das ist der Druck des Wettkampfs.
Ja, und weil ich sie jetzt größer gemacht habe, kann ich sie nicht unten einstellen, weil ich die Sprengfalle reingeklatscht habe. Hm, klasse. Das hat sich ja gelohnt. Lebt ordentlich. 181. Jetzt kann ich das nicht mehr spielen. Fuck. Hier ist auch alles weg. Das ist sehr ungut. Das heißt, er kommt mit, ja, mit 19. Das geht. Stirb. Nice. Und jetzt müssen wir wieder 2 Minuten warten, ja. Echt jetzt. Okay. Herabsteigen und Schwindel? Ah, wir nehmen das mit Ausbrennen. Auf alle. Ist aber eine Verbrauchskarte. Dann, hey, nehmen wir das. Das kommt wenigstens wieder. Oh. Oh oh. Ich weiß nicht, warum ich da hingeklickt habe. Oh, scheiße. Das ist doch hier viel besser. Wieso habe ich denn hingeklickt? Oh, nee. Nee. Okay. Dann lass mal gucken, was wir uns kopieren. Oh, jeez. Es lohnt sich nichts zu kopieren. Dann kopieren wir uns die Sprengfalle. Na super. Schneid doch rein, wenn wir weitermachen können. Alter, das wird so ein Geschnibbel in dem Video. Oh, das als 100. Folge. Prost Mahlzeit, danke auch. Okay. Nach 5 Sekunden? Wir gucken uns erst, was wir in der Höhle kriegen. Oh, was für ein verschwendeter Zug. Bitte die Augen. Nee. Ah, komm, wir nehmen den Beutelschneider. Das ärgert mich. Ach ja, die Augen wegen, natürlich wegen der Heilung. Die ist verschwendet. Wir nehmen den Beutelschneider doppelt. Ja. Und dann geht's auf. 3 Minuten 30 haben wir Zeit für Daedalus. Bomben explodieren doppelt ist nicht ganz so prickelnd. Aber wir haben Feuerbälle, die wir hinwerfen können. Das ist okay. Okay, wir müssen hier sie als Tank reinklatschen, weil wir sonst aufs Maul kriegen. Ach, stimmt, da war ja was. Wir werden ja gar nicht mehr betäubt, wenn wir da oben reinkommen. Praktisch. Das ist wirklich praktisch. Komm, wir töten die Bombe und kriegen Geld dafür. Wir töten die Bombe und nehmen Geld dafür. Okay, wir bauen hier mal sicherheitshalber eine Sprengfalle rein. Du wirst geheilt und kriegst Ausbrennen dazu. Nice. Das will ich da noch mit rein. Dann ein bisschen Wut. Aber die obere Ebene ist jetzt schon ein bisschen heftig. Also blank. Ja, die machen aber nicht viel Schaden. Komm, da gehen wir lieber hier unten nochmal gut drauf. Letzte Welle, Daedalus stirbt. Aber da holen wir uns erst noch ein bisschen Kohle.
der Beutelschneider hat sich hier echt schon mal gelohnt, auch den zu kopieren. Na, wo ist meine Maus? Hier. Uff. Ja klar, nehmen wir das formlose Kind. Und den Unhold. Wir nehmen die Reue, damit wir auch ein bisschen mehr machen können als einmal Wut und dann ist die Runde vorbei. Jeez. Mein Hund hat gerade gefurzt. Ah. Kohle und Zauber verbessern? Ja, das wäre gar nicht verkehrt für... hier magische Kraft dazu. Hier die Kosten senken oder Doppelstapel drauf. Das ist zwar verschwendet, aber wir können da auf jeden Fall ordentlich kaufen und das Angebot erneuern. Wir haben so viel Cash gekriegt durch die Beutelschneider. Das ist zwar wieder ein bisschen verschwendet, weil wir nur 6 heilen werden. Aber wir gehen schon mal hier rüber. Zeigen dem Draugrama gleich mal hier. Ja, wir müssen wieder heilen. Dann denkt er bestimmt, wir sind voll die Lusch. Okay, Doppelstapel, passt, danke. Oh, das wären aber auch 40 Rüstungen gewesen. Und günstiger. Wir haben Frost 10 magische Kraft, machen wir hier noch mit drauf. Günstiger machen wir diese Wut. Den Permafrost brauchen wir nicht. So, unser Champ bekommt fürs Besiegen 10. Nee. Nochmal extra Wut. Dann müssen wir ihn aber auch mal nach vorne stellen, damit das was bringt. Gegnerische plus 6 Angriffskraft. Das würde auch mehr Punkte geben. Allerdings, wenn wir uns unseren Champ nach vorne stellen. Na komm. Das wird schon werden. Hoffentlich. 3,5 Minuten haben wir Zeit für den Kampf. Ja, und er stirbt. Das, ja, gut. So viel zum wird nach vorne gestellt. Oh, Eile übersehen. Was machen wir denn jetzt Schönes? Ja, wir dünnen aus. Und zwar mit Sprengfallen. Du hast wieder Eile. Ja gut, dann packen wir hier gleich mal einen, der zuhauen kann. Jo, nochmal eine Sprengfalle dazu, danke. Dann löschen wir damit den obersten aus, den hintersten. Wieder Eile. Stellen wir dich da rein? Okay. Ja, da kann ich auch nichts dran ändern. Sie wird verrecken. Hier oben passiert nicht viel. Okay, du stirbst. Ja, du hast einmal zu, da kann ich glaube ich auch nichts mehr dran ändern. Das wären 16 mehr. Nope. Dann gehen wir das hier nach unten. Moment. Ah. Hey, eine Sprengfalle, die extra Schaden macht. Ha. Das ist lustig. Oh, sie bringt gar nichts mehr. Oh, ich kann sie aber... Doch, kann ich. Kostet aber 2. Okay. Wir sprengen sie weg. Packen die 40 Attack nach hinten. Packen ihn nach vorne. Und ihn hier auch nochmal nach hinten. Schade um die Wut. Aber das reicht nicht. Hat er weitreichend? Nee, aber Eile. Das heißt, es ist eventuell besser hier aufzukasten. Okay, jetzt stirbt er. Ja.
indem man zuschlägt. Ah, sehr lustig. Ja, komm, noch mehr Wut, danke. Sterben eigentlich nicht so viele. Harzwachser brauche ich nicht. Nö, danke. Aber der hat sich schon entschieden für Artefakte. Das werde ich höchstwahrscheinlich auch machen. Wir könnten zwar Einheiten verbessern, aber... Nö. Wir kaufen den Laden leer. Oh, wir sind nur noch zu zweit. Sind wir da die Punkte? Ja. Ah, er hat schon 11,6. Der hat auch deutlich mehr, viel mehr Life. Wir lassen das mal so auf. Und los geht's. Endlos, ja. Und Wut fügt mehr dazu. Nice. Würfeln brauchen wir nicht. Also neu auswürfeln. Wir opfern ein bisschen Geld für noch ein Artefakt. Ja, Schwindel. Wenn die den Höllenglutwurm betreten. Höllenglutwurm, wie kommt man denn darauf? Dann packen wir weg einen Feuerzauber, einen Zugbegleiter und dann geht's los. Haben uns hier auf jeden Fall schneller durchgeklickt. 15 Rüstungen für 150 Münzen. Ja, komm. Nimm mal mit. Problematisch wird die unterste Ebene, deswegen stellen wir uns höchstwahrscheinlich in der Mitte auf. Na, wobei. Pass mal auf. Jetzt ist er ein bisschen verschwendet mit den Ressourcen. Ah, er ist noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, muss ich sagen. So, wenn du stirbst, kommt unser... Ach, er ist ja sowieso endlos. Hätte ich ihn ja gar nicht hinstellen müssen, so. Das Problem ist, er hat seine ganze Wut verloren, ja. Dann ist das also auch mal gar nicht so wirklich aufgegangen. Oh, er hat genau noch einen? Echt jetzt? Na, danke auch. Habe ich jetzt echt den Wut... Oh, endlos gemacht. Na, echt. Ey, also... Ich habe keine Ahnung, was im Moment mit mir los ist. Ja. Dann hat das also auch gar nichts gebracht. Uff. Hier oben verreckt auch einfach alles und ist... Oh, wir kriegen so aufs Maul. So. Oh, leck mich doch. Jeez. Mann. 50? Wenn ich das einen schon mal rausnehme hier, kriegt immer noch nur 50 Schaden von ihm, weil er dann alles nacheinander abhackt. Na, super. Oh, eine endlose Sprengfalle. Die sprengen wir auch weg. Wow.
würde es zumindest ein bisschen Schaden da oben machen. Alter. Was? Was? Ja, wir können ja eh nichts. Oh, wir hätten Blut machen können. Zeit ist um. Automatisches Ende und dann gehen die einfach nach oben. Oh. Das ist ja auch eine interessante. Man vergisst auch mal die Zeit anzusehen. Aha. Aha. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Wir bauen uns noch eine. Oder spielen eine Community-Herausforderung. Komm, wir erstellen uns einfach mal eine. So, als Hauptstamm nehmen wir die Stüger. Als Nebenstamm einfach mal die. Die Relikte. Mutatoren nehmen wir mit. Wir scrollen einfach mal ein bisschen durch und. Uff. Das sah nicht so gut aus. Na, klickt doch irgendwas. Oh, jeez. Das ist jetzt natürlich. Okay. Wir machen was anderes. Wir machen Permadeath. Übelst viel Schaden. Und was haben wir noch so? Mal gucken, wie sich das verhält. Ja, ja. Das wird das Letzte sein, das wir jetzt hier machen. Dann lass mal hier. Lass mal hier kicken! Okay. Einheiten sind tot. Aber Einheiten halt noch endlos. Ob sich das negiert, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir nehmen den Frostschaden. Jo. Und nehmen günstigere Preise. Und lass uns mal ganz gemütlich hier durchcruisen. Ganz gechillt. Ohne Stress. Oh, ich hätte natürlich noch den Dödel mitnehmen können. Ja, das ist egal. Ja, er kommt wieder. Ja, das mit dem Endlos? Kann man mal machen. Ja, brennt zwar aus, aber. Kommt er sowieso wieder? Okay, stirbt, ist okay. Ja, das ist doch schon gemütlicher. Wir nehmen uns noch mehr Frostschaden mit. Ah, das mit dem Reformieren war jetzt. Ja, komm, mach mal in der letzten Folge noch allen möglichen Quatsch mit. Warum will ich denn was reformieren, wenn die sowieso alle endlos sind, ne? Oh, einmal mit Profis. Nur ein einziges Mal. Das wäre doch echt schnieke. Jetzt habe ich da gerade Lauch-Winterproblem gelesen. Oh. Ach, ich werde schon ein bisschen sentimental. Ups. Oh.
Okay, jetzt schon eine kurze Atempause, dann packen wir dich. Na komm, packen wir dich nach vorne. Null verfügbar, ja. Das ist, ja. Sowas aber auch. Das wundert mich ein bisschen. Dann müssten wir da eigentlich was machen? Eigentlich nicht wirklich. Wir holen uns Frost. Nee. Ausbrennen für die Harzwachser. Ja, und Verzauberung nehmen wir auch mit. Zauber verbessern oder kopieren? Wollen wir was kopieren? Wir könnten ihn kopieren. Ja, komm, wir kopieren den Harzwachser. Ziehen uns. Ja, den Tycoon. Sagen dem da. Nö, danke. Wobei das auch interessant wäre manchmal. Na. Nennt's aber so zu verbessern, den man eigentlich eh raushaben möchte. Na komm, du hältst mehr aus. Wir könnten aber auch hier so 10 Schaden annehmen. Passt schon. No, du kommst wieder. Ja, da muss man. Muss man schon gar nicht nachdenken, wenn man hier kein Permadeath. Man hat zwar Permadeath, aber es. Es triggert ja nicht. In keinster Art und Weise. Das ist dann wohl wirklich ein Laufwinterproblem hier. Ach, okay, du wirst ja erst getroffen. Ist ein bisschen schade, dass man da nicht wirklich nachdenken muss, was man jetzt dann anstellt. Aber wäre auch heftig, wenn hier alles dann verloren ist. Dann würde ich ja nie. Nie würde ich dann überhaupt über Daedalus hinauskommen. Das war natürlich auch sinnfrei. Weil die ja nicht sterben können. Also manchmal. Der Part geht mir einfach zu nah. Ja, wenn ich ihn ausbrenne, auch wenn das mit Erlöschen auch schnieke wäre. Frostschaden. Weg mit dir und weg mit dir. Ja, komm. Nehmen die Reichweite mit, dann kriegt jeder in der Ebene Frostschaden auf die Fresse. Beim nächsten Mal machen wir den Frostschaden nochmal höher. Ja, komm. Multischlag ist okay. Macht ruhig.
Naja. Das ist egal, wenn der nach oben kommt, der kriegt das richtig aufs Maul. Klung. Das war Folge 99, die gerade fertig gerendert ist. Oh, sorry dafür. Alright. Jeez, danach oben hat auch einiges hier rumgeschoben gerade. Schade, dass unser Chef hier gleich abnippelt. In Anführungszeichen natürlich nur. Gehen dann für die nächste Runde raus. Dich machen wir noch ein bisschen. Ja, keine Karten. Mhm. Du kommst. Nö. Nicht zum Einsatz. Unser Chef kommt hier nach hinten. Ja. Reicht. Das denn? Verzauberungsfähigkeiten werden ein weiteres Mal ausgelöst. Oh! Das ist ja heiß. Können alles mit Harzwachsern vollstellen. Die magische Kraft brauchen wir nicht. Wir haben ja nicht wirklich was, was. Ja, das hier, aber das ist. Pillepalle. 8 Schaden? Nö. Ja, gut. Wir werden herzlos. Ist zwar nicht so gut für die Sprengfalle, für alles andere können es ein bisschen was bringen. Ich hasse ihn. Aber die 15 Rüstungen sind okay. Zumindest wenn wir ordentlich Bums hier von Anfang an reinkriegen, würde ich sagen. Dem ist aber jetzt nicht unbedingt wirklich so. Da ist der Bums. Da ist das extra Geld. Ah, nice, dass die Verzauberung doppelt triggert. Machen wir noch Zaubernfälligkeit rein. Ihr zwei stellt euch oben hin. Nee, der bringt nichts. Er bringt nichts.
Okay, stirbt. Hier ist auch alles in Ordnung. Wir machen hier noch ein bisschen Verzauberung drauf. So, und dann geben wir uns. Keinen Schaden. Was werden Sie? Problem ist, dass natürlich unsere Ebenen sind voll gemüllt. Heißt, wir können da nichts mehr reinstellen. Upsi! 222 kriegt er. Ja? 151. Oh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungut. Ah, Gott sei Dank. Jeez. Das hätte ins Auge gehen können, aber so richtig. Wir nehmen den Frostschaden mit. Wir haben keine Sprengfalle, richtig? Richtig. Ja, bringt also nichts. Ah, was brauchen wir? Kohle kopieren? Nee, wir gehen ja rüber. So viel Geld schon wieder. Flink. Weißt du was? Das geben wir ihr. Ausbrennen kannst du noch mitkriegen. Genauso wie das da. Flink und Multi. Flink Multi-Reichweite. Ja. Okay. Passt. 25 live. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und nochmal Verzauberungsgedönse. Gut. Dann schmeißen wir weg. Eins davon. Eins hier. Wobei 28? Ist auch nicht verkehrt. Noch eine. Die vorderen sind sowieso damit nicht klein zu kriegen. Oh. Warum nicht? Die unnötigsten Dinger, die es hier eigentlich gibt, finde ich. Wenn das permanent wäre mit dem Angriff, das wäre heiß. Das wäre krass. Alabasterwachen kriegen Zauberschild. Okay, was machen wir? Sollen wir? Wir machen das so. Zack. Ordentlich abgeerntet. Ha, Zauberschild weg. Ist irrelevant, ich weiß, aber... Dann stellen wir ihn hier wieder rein. Machen hier Schaden. Ich weiß, dass hier was durchkommt. Ah, warte mal. Wir machen 14, dann bleiben 26 über. Kacke. Du hast zu viel Life, als dass das was bringt. Oh! Naja, pass mal auf. Wir machen das jetzt trotzdem. Ich will nur in das Kackding da reinhauen.
Egal. Wir wenden hier den Schwindel an. Ja, nein Schaden. Nein Schaden. Ist okay. Dann kommst du hier rein. Einer ist nur tot. Ja, egal wie ich das anstelle. Wieso kriegt ihr eigentlich nur 5 Schaden? Zehn hier rein tot, 10 hier rein, aber er kriegt nur 5? Warum das denn? Dann halt so. Nur wegen der Verzauberung, ist klar. So, komm schon. Immer noch nicht die letzte Welle. Das wundert mich ein bisschen. Ja, das hat gesessen. Ach, ich hätte noch die X-Karte spielen können. Die hätte Sinn gemacht. Die hätte wirklich noch Sinn gemacht. Okay, er stirbt. Man kann Herzlosigkeit rausnehmen. Interessant. Endlos, ja, danke auch. Ach, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass das hier aufhört. Nee. Ah, Zaubernfälligkeit und weniger Angriff, dankeschön. Extra Frostschaden, jo. Auch wenn wir es wirklich nicht brauchen werden, weil ich meine, die Endbosse haben hier keinen. Achso, hier ist 2 Zauber. Okay, das las ich gerade irgendwie genau falsch rum. Habe ich meinen Satz jetzt eigentlich zu Ende geführt? Es wird kein Problem werden, weil die Endbosse nicht geboostet sind vom Max Life. Wollen wir dich da auch noch mit reinstellen? Ja, die stellen wir hier oben rein. Ja, genau dich wollte ich hier haben. Oh, er lebt noch! Er lebt nicht mehr. Packen wir oben die Doppelpeitsche rein. Ja. Der überlebt gut. Oh, stirbt. In Anführungszeichen. Ha.
Überlebt. Nice. Aber jetzt ist hier Ende im Gelände. Nee, ist nicht. Nicht Ende im Gelände. Pass mal auf. Definitiv nicht Ende im Gelände. Uns fehlt der Bums. Uns fehlt definitiv der Bums, Bums. Richtiger Bums. Jetzt die kurze Atempause, ja? Ist das so? Hm. Ah, 9,32. Ja, Trampelschaden. Das kann ich aber nicht rausnehmen. Nein. Buffs sind grün. Lassen wir. Ah, ich hätte trotzdem spielen können, um sie zu boosten. Aber das wäre, glaube ich, auch nicht. Hätte auch nicht gereicht. Das reicht auf jeden Fall. Dann spielen wir ihn noch, um Geld zu kriegen. Hehe. Und auch noch besiegt. Ja. Also Geld durchs Besiegen gekriegt. Kohlen. Was machen wir hier? Einheiten verbessern? Nö. Ist aber andererseits Zauber verbessern? Komm, wir gehen hier rüber zu den Einheiten. Und zum Geld. Was hätten wir hier Schönes? Könnten eine Einheit richtig dick machen nochmal? 5-5 dazu? Und das gibt auch ein Ausbrennen. Dann wäre das bei ihr hier die einzige Möglichkeit. 10 extra Schaden, hier bitte. Gucken erstmal. Ich glaube, das triggert. Es ist nicht so prickelnd, was da aufgetaucht ist. Und dann machen wir wirklich noch ein bisschen was. Okay. Warum nicht? Ist doch egal. Multischlag. Geht sie. So, unser letzter 25 Life. Wir haben noch 125 Kronen. Bringt uns nur nichts mehr. Wir verbannen noch. Na, wo ist es denn? Hier. Ja, das ist auch sinnfrei. Dann können wir ihn hier auch rausschmeißen. War nicht noch irgendwas komplett sinnfrei? Geht. Komm, wir schmeißen den doch noch weg. Und dann besiegen wir das letzte Mal Seraph. Puh. Hehehehe.
Na komm. Genau die richtigen getroffen. Tarnung? Braucht's eigentlich nicht. Wenn was stirbt, stellen wir es dann einfach wieder hin. Komm, die stellen wir dann hier gleich rein. Ich hätte das mit ordentlich Packdrang machen sollen. So ist das schon ein bisschen fad irgendwie. So ein klein bisschen. Marginal. Das passt hier, würde ich sagen. Na, schön, dass wir hier Geld in die Hand gedrückt kriegen. Oh, Super Tank. Das ist klasse. Du kommst weg. Ja, komm. Du kommst rein. Und wir tarnen uns. Da wird so einiges mit Reichweite reingeschmettert. Sagen, du kriegst hier noch mehr Frost. Ach, das geht auf alle. Das ist aber auch lustig. Alle sterben, du brennst aus. Das heißt, es wird nichts mehr da unten stehen. Gar nichts. Komm, mach mal ein bisschen schneller. Ja, noch 400. Ah, er hatte 256 Frostschaden. Das ist schon heftig. Ja. Dann war's das. 42.000 Punkte. Was ist das denn? Was war das denn? Na gut. So viel zur letzten Herausforderung hier. In Monster Train. Ich glaube, 100 ist eine gute Zahl, um das aufzuhören. Ab morgen gibt's Captain Tsubasa auf dem Kanal. Ich weiß, was anderes, aber keine Angst, ich werde auf jeden Fall noch irgendwann wieder Roguelike oder Kartenspiele mit reinnehmen. Hand of Fate müssen wir auch noch fertig spielen. Hand of Fate 2 ist auch noch im Sortiment bei mir. Und definitiv Rogue Legacy. Also, ich hoffe, ihr schaut auch euch die anderen Sachen an. Vielleicht kommt Monster Train irgendwann mal wieder. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall privat, vielleicht, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen spielen. Wenn ich auf Packdrang 25 gekommen bin, ey, zeige ich euch das. Also, macht's gut, bis dann.